Liebe Freunde, ich bin einer von euch. Ich bin in Sowjetunion in einer deutschen Familie geboren und aufgewachsen. Später dann in Kasachstan. Und damit Sie wissen, Kasachstan ist ein Land mit überwiegend muslimischer Bevölkerung. Und ich weiß ganz genau, was uns als Deutsche, als christliche Minderheit in einem muslimischen Deutschland erwartet, wenn die Islamisierung durch die Politik der Altparteien weiter voranschreitet. Die Islamisierung war einer der Gründe, warum ich mit meiner Familie sowie Hunderttausende Deutsche aus Kasachstan und Mittelasien in unsere alte Heimat geflohen sind. Unsere Heimat ist Deutschland. Aber wir wollen nicht so viel. Wir haben kein anderes Deutschland mehr. Ich bin einer von euch. Auch. Und gerade als Russlanddeutscher bin ich einer von euch. Ja, wer sind eigentlich diese 4 bis 5 Millionen in Deutschland lebenden Aussiedler und Städteaussiedler, die sogenannten Russlanddeutschen? Nein, nicht diejenigen, die mit einem deutschen Schäferhund nach Deutschland kamen, so wie ich schon mal von deutschen Politikern gehört habe. Genau die Politiker, die sich gleichzeitig für Araber und Afrikaner als Geschenk für unser Land bedanken. Wir, unsere Deutschen, sind Nachfahren von deutschen Kolonisten, die vor etwa 250 Jahren ins Russische Reich umgesiedelt sind. In all den Jahren hatten wir dort die guten Zeiten, aber auch Verfolgung, Deportation und die Unterdrückung unseres Deutschseins erlebt. Ja, als Dankbarkeit zur Helmut-Kohl-Regierung haben wir das, die uns in unsere alte Heimat eingeladen hat, haben wir uns Jahrzehnte die CDU treu gelegt. Doch nachdem Frau Merkel die christlich-konservativen Werte verraten hat, wollen wir die CDU nicht mehr wählen. Das, was wir, Russlanddeutsche, in einem fremden Land, generationenlang und oft unter Lebensgefahr aufgewacht haben, nämlich unsere Identität, unser Deutschsein, wird heute hier in Deutschland von führenden Politikern mit Recht geworfen. Ja, mit Stolz können wir feststellen, dass unsere Integration in Deutschland vorbildlich gelungen ist. Auch wenn diejenigen von uns, die durch nicht perfekte deutsche Sprache kleinen und fremden Akzent auffallen. So sieht man es unseren Kindern nicht mehr an. Aber auch unsere Kinder bekommen in der Familie die konservativen Sichtweisen und lassen sich nicht auf geistigem Niveau von Genderpresse und Russlandpresse verhindern. Immer wieder beklagen sich solche Politiker, die Vertreter der Arbeitgebervereinigungen, Wissenschaftler, wir haben zu wenige Kinder. Uns fehlt es an Fachkräften. Der Herr Schäuble sprach sogar von den gefährlichsten Festen in Deutschland. Wieso denn nicht gezielt die Deutschen aus Russland, von denen es etwa noch 1 Million auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion lebt, nach Deutschland holen? Statt Millionen Araber und Afrikaner nach Deutschland abzuholen, könnte man diesen professionellen Schritt entgegengehen. Die Russlanddeutschen sind konservativ,
familienfreundlich, christlich orientiert, patriotisch. Sie tragen das geschichtliche und kulturelle Erbe dieses Landes in sich. Das sind unsere Leute. Doch dieses Anliegen ist wohl die Aufgabe einer Regierung, die auf nationales Bewusstsein und nicht auf Multikulti setzt. Und so eine Regierung muss endlich den Reichstag anziehen. Das ist unser Ziel. Wobei meine Haupttätigkeit bei der AfD ist natürlich die Leitung des Netzwerkes Russland-Deutsche für die AfD. Im Bundestag möchte ich mich um alle Fragen rund um Russland-Deutsche und Russland-Politik kümmern. Hier gibt es viel zu tun. Für unsere Partei, aber vor allem für unser Land. Es besteht für mich die Möglichkeit, jetzt Fragen zu stellen, bis zu fünf Fragen sehe ich in jedem Moment. Boga, kommst du ans Mikro oder? Weg nach Köln. Eugen, du hast eben dieses Netzwerk für Russlanddeutsche angesprochen. Also, was tut die AfD eigentlich für Russlanddeutsche? Wie wollen wir Leute für uns gewinnen? Ja, danke für die Frage. Wie einige von Ihnen vielleicht schon mal wissen, wir haben im Sommer, im Juni dieses Jahres, letztes Jahres, ein Netzwerk Russlanddeutsche für die AfD gegründet und seitdem schon einiges geschaffen. Also wir sind ziemlich erfolgreich. Ich erzähle ganz kurz. Wir haben zum Beispiel zwei neue Flyer entwickelt, ganz neue Flyer für Russlanddeutsche und mittlerweile in der RWE mit Hilfe von AfD-Sympathisanten Russlanddeutsche über 15.000 Flyer verteilt. Und Sebastian Lütz kann auch bestätigen, dass auch im AfD-Shop die Flyer ziemlich erfolgreich sind. Wir haben Russlanddeutsche in der AfD vernetzt. Wir sind ziemlich aktiv in sozialen Medien, da ist nämlich in den Bereichen von Russlanddeutschen AfD die Partei Nummer 1. Wir haben Infostände vor russischen Lebensmittelladen organisiert und dort Unterschriften gesammelt. Sehr schön, wie gut ist das davon, ne? Zweite Frage bitte. Kremer, nach Köln. Herr Schmidt, wie soll das deutsch-russische Verhältnis denn aussehen, was ist das Russland-Deutsch? Ja, auf jeden Fall, die antirussischen Sanktionen müssen sofort aufgehoben werden. Warum? Die sind erstens wirkungslos, die sind selbstschädigend und die dienen zu Eskalation in Europa. Deshalb müssen die sofort aufgehoben werden. Und ich als Russlanddeutsche mit meinen Kenntnissen in russischer Mentalität, russischer Sprache, Kultur und Politikum werde mich einsetzen, um unsere politischen und vor allem wirtschaftlichen Interessen in Russland durchzusetzen. Russland für uns ist kein Feind. Das ist nämlich die Chance für unsere Wirtschaft. So sehe ich das. Melder aus Kaffeeköln. Als Russlanddeutscher haben Sie besondere Kenntnisse von der Großmacht Russland. Haben Sie vielleicht Vorstellungen, wie
ich denke, wir müssen erstens unsere Interessen definieren. Und nachdem wir unsere Interessen definiert haben, müssen wir diese Interessen schrittweise durchsetzen. Und Deutschland ist große Exportweltmeister. Wir müssen auch in China unsere Waren verkaufen. Und auch die China-Grenzen akzeptieren, China-Regierung akzeptieren und die Entscheidung des Chinas Volkes akzeptieren. Ja. Frage war für Herrn Witz. Ja, ich habe noch eine Frage, Herr Schmidt. Also mich freut das natürlich wenig verwunderlich, wenn Sie patriotisch sind. Ja, das ist was, was mich natürlich sehr freut als Patriot. Ich möchte gerne nur wissen, was Sie konkret für den Bundestag, wo Sie konkret Ihren Schwerpunkt sehen der Arbeit, fachlicher Art. Ja, wie ich schon gesagt habe, alle Fragen rund um Russlanddeutsche, vor allem es gibt auch Bedarf, dass wir dort unseren Vertreter haben. Diese Wählergruppe, die wir als Russlanddeutsche bezeichnen, die sind unentschlossen. Die sind von CDU abgewandt, aber noch nicht komplett zu AfD gekommen. Deshalb sehe ich mich als Vertreter der Interessen von Russlanddeutschen und mein persönliches Ziel, dass AfD in Zukunft eine Stammpartei für die Russlanddeutschen wird. Fünfte und letzte Frage. Ja, Martin Wittner, KV Obstauern, lieber Eugen. Siehst du das Verhältnis oder das zukünftige Verhältnis in der Ukraine im Verbund mit Russland? Meine Frau ist Ukrainerin, deshalb spreche ich auch Herr Dabrowski. Du sagtest eben, Sanktionen aufheben, kann man befürworten. Wie soll es weitergehen? Wir haben immer noch den Krieg in der Ukraine. Man kann jetzt von der russischen oder ukrainischen Aggression aus dem territoriale Integrität der Ukraine, Krim-Fragen, wie sieht das? Ja, das ist eine sehr komplizierte Frage. Vor allem Westen hat selber ganz viel in diesen Konflikt investiert. Weil damals der legitim gewählte Janukowitsch, der Präsident von Ukraine, der wurde von Westen immer bedroht mit dem Aufstand, wenn er Zollunion mit Europa nicht unterschreibt. Und danach wurde er geputscht, unter Lebensgefahr nach Russland geflohen. Und das hat sich natürlich weiter eskaliert bis auf Krim und Ostukraine. Ja, jetzt haben wir eine ganz schlimme Situation. Wir müssen natürlich mit allen Seiten reden, deren Interessen versuchen zu verstehen und irgendeinen Kompromiss zu erarbeiten. Mit Sanktionen werden wir nie irgendwas erreichen. Fünf Fragen zum Antworten. Herzlichen Dank. Als letzte Ausführung abgegeben, gesamt 260 Stimmen. Ungültig eine, Enthaltung eine, Nein gegen alle vier. Daraus ergibt sich 260 minus 2 ist 258, durch 2 ist 128, 1 mehr, das zu erreichende Quorum sind 129 Stimmen. Es haben erreicht Herr Dr. Michael Balke 4 Stimmen. Herr Uwe Behrendt, 4 Stimmen. Herr Alexander Kraus, 5 Stimmen. Frau Johanna Smitkowskaja, ebenfalls 5 Stimmen. Frau Heike Kunzelmann, 6 Stimmen. Herr Heinz Burkhaus, ebenfalls 6 Stimmen. Frau Laila Bilge, 20 Stimmen. Frau Kerstin Gabracht, 23 Stimmen. Frau Silvia Milge, 45 Stimmen und Herr Eugen Schmidt, 136. Herr Schmidt, ich darf Sie fragen, ob Sie das Wahlergebnis annehmen? Ja. Dann gratuliere ich Ihnen zum Listenplatz Nummer 17. Ja.
Und dann frage ich schnell ab, Herr Dr. Balke ist safe für Listenplatz 18. Klar. Herr Behrendt? Sie kandidieren auch für den Listenplatz 18? Nein. Nein? Frau Wilbe? Frau Wilbe? Wo ist sie?